Welche Spiele erscheinen im März für den PC? In unserer kommentierten Monatsvorschau stellen wir euch die wichtigsten Releases im dritten Monat vor. Den Anfang macht Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Im Spiel stürzt ihr euch als Teil einer US-Spezialeinheit in den Kampf gegen ein bolivianisches Drogenkartell. Alleine oder mit bis zu drei Mitspielern arbeitet ihr euch nach und nach zu den Bossen der Organisation vor und befreit dabei einzelne Gebiete vom Einfluss der Gangster. Ghost Recon Wildlands wagt als erster Serienteil der Reihe den Sprung in eine offene Spielwelt. Dementsprechend gibt es auch abseits der Hauptmission einiges zu tun. Erscheinen soll der Titel aus dem Hause Ubisoft am 7. März. Ebenfalls im März soll LEGO Worlds endlich sein Dasein als Early Access Spiel hinter sich lassen. Der Titel bietet euch einen umfangreichen Baukasten, mit dem ihr die offene Klötzchenwelt nach euren Vorstellungen gestalten könnt, ganz so wie beim großen Bruder Minecraft eben. Zur Erkundung stehen euch zudem allerhand Reittiere, Fahr- und Flugzeuge zur Verfügung. Wenn nichts mehr schief geht, soll LEGO Worlds ab dem 7. März in der finalen Version bereitstehen. Auch am 7. März erscheint Ultimate Marvel vs. Capcom 3 für den PC. Dabei handelt es sich um die Neuauflage des gleichnamigen Last-Gen-Titels aus dem Jahr 2011. Im Kern ist Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ein klassisches Beat'em-up mit einem Fokus auf Tag-Battles. Wie der Name schon sagt, treffen hier diverse Charaktere aus Capcom-Spielen auf Marvels Superhelden. Die überarbeitete Fassung bietet nicht nur Full-HD-Auflösung und flüssige 60 Bilder pro Sekunde, sondern beinhaltet auch alle DLCs und Zusatzinhalte. Styx Shards of Darkness ist die Fortsetzung des Schleichtitels Master of Shadows aus dem Jahr 2014. Wie im Vorgänger müsst ihr als Goblin-Assassine möglichst ungesehen infiltrieren und meucheln. Um euer Volk zu schützen, geht es dabei Elfen und Zwergen an den Kragen. Die Kampagne von Shards of Darkness könnt ihr wahlweise auch mit einem Freund im Koop-Modus bestreiten. Erscheinen soll der Titel am 14. März. Kona führt euch in der Rolle eines Privatdetektivs nach Nordkanada. Dort sollt ihr eine Serie von Vandalismusvorfällen in einer Kleinstadt untersuchen. Schnell wird jedoch klar, dass ihr es mit weitaus mysteriöseren Geschehnissen als bloßem Vandalismus zu tun bekommt. Kona soll dabei den Ausgangspunkt einer vierteiligen Reihe bieten. Erscheinen soll der Titel am 17. März. Am 23. März geht die Mass Effect-Reihe in die vierte Runde. Andromeda ist allerdings mehrere hundert Jahre nach den Geschehnissen der Shepard-Trilogie angesiedelt. Als Pathfinder, eine Art Kundschafter, seid ihr in der neuen Galaxie dafür zuständig, ein mögliches neues Zuhause für Siedler zu finden. Dem klassischen Mass Effect-Gameplay bleibt BioWare dabei aber treu. Troll and I erzählt die Geschichte einer eher ungewöhnlichen Freundschaft. Nachdem Trolljäger das Dorf und Protagonist Otto zerstört haben, freundet sich dieser mit einem riesigen Höhlentroll an. Auf ihrer Flucht vor den Bösewichten müssen die beiden fortan zusammenarbeiten, dabei gilt es sowohl Kämpfe zu bestreiten, als auch Rätsel zu lösen. Troll and I erscheint am 24. März. Vikings Wolves of Midgard ist ein Action-RPG vom deutschen Entwickler Kalypso Media. Ganz im Stil von Diablo und Konsorten sammelt ihr Ausrüstung und kämpft gegen Monsterhorden, um das mythische Land Midgard zu verteidigen. Zur Auswahl stehen euch dabei zwei Charaktere, der Wikingerkrieger und die tapfere Schildmaid. Neben dem Singleplayer-Modus könnt ihr auch kooperativ zu zweit losziehen. Vikings Wolves of Midgard erscheint am 24. März. Strafe will die Shooter-Stärken eines Quake mit Roguelike-Elementen verbinden. Auch bei der Optik setzt der Titel dabei auf Retro-Flair und hohen Splatter-Faktor. Alle Level werden zudem prozedural generiert, was für einen hohen Wiederspielwert sorgen soll. Der pfeilschnelle Retro-Shooter Strafe erscheint am 28. März für den PC. Für die nahe Zukunft plant Entwickler Pixel Titans zudem Support für die Oculus Rift. No! This trailer is supposed to be about me! Der 3D-Plattformer Skylar & Plux Adventure on Clover Island versteht sich als geistiger Nachfolger von Titeln wie beispielsweise Banjo-Kazooie. Um die farbenfrohe Spielwelt zu erkunden, arbeitet ihr euch in klassischer Jump-and-Run-Manier durch eine Vielzahl von Levels.
Heldin Skylar und ihrem Sidekick Plux stehen dabei auch diverse Gadgets zur Verfügung. Der Titel soll noch im März 2017 erscheinen. Ebenfalls im März soll der Arcade Racer Grip nach rund einem Jahr im Early Access Stadium final erscheinen. Mit einem von 5 verschiedenen Fahrzeugen könnt ihr darin eine Vielzahl von Kampfrennen bestreiten. Zur Auswahl stehen insgesamt 6 Modi, darunter Elimination, Team Deathmatch, aber auch klassische Rennen. Die Inspiration für Grip stammt aus klassischen Battle Racern wie beispielsweise Roll Cage aus dem Jahr 1999. Das waren sie auch schon wieder, die wichtigsten PC-Neuerscheinungen im März. War ein Spiel für euch dabei? Hat euch irgendwas besonders gefallen? Schreibt uns einen Kommentar mit eurem Lieblingsspiel unter dieses Video.